Ja, heute haben die Kollegen und Kolleginnen die Information bekommen, wie es jetzt weitergeht an den einzelnen Standorten. Die Stimmung in Krefeld natürlich total bedrückt. Viele Kollegen haben geweint, haben Zukunftsängste. Wie geht's weiter? Vor allen Dingen nach 2013, Ende des nächsten Jahres, haben wir einige Sachen definitiv noch vor uns. Und wir hoffen, dass die Verträge, die heute geschlossen werden, auch endlich eingehalten werden und dass es keine betriebsbedingten Kündigungen gibt und auch für die Kolleginnen und Kollegen eine Chance gibt, Arbeitsplatz zu finden.